Redstone Furnace. Oh, es ging ganz schön schnell diesmal. Vielleicht hat es ja doch funktioniert. Ich habe mich vorhin irgendwie vertippt oder so. Bricks müssten wir jetzt eigentlich haben. Wenn nicht, ne? Da, bitte. Bau mir einen davon. Was fehlt da unten? Ein Reception Coil, da fehlt dir das Gold. Block of Gold, den kannst du mal zerlegen. Zip, so. Du, da, Redstone Furnace. Sehr schön. Du kommst hier hinten mit zur Maschinenreihe. Die Maschinenreihe wird immer länger. Aber gut, ist ein Abstandshalter. Dann haben wir hier den Dreierblock mit Cobble zu Dust. Abstandshaltermaschinen. Dann haben wir hier einen Zweierblock, Cobble zu Sand. Dann haben wir wieder einen Abstandshalter. Und dann haben wir dahinter dann Cobble zu Gravel. Auch wenn das Ganze nicht so wirklich so geplant war. Aber gut. Dahin. Du dahin kriegst jetzt Strom. Und du bekommst dafür oben rein Holz. Und hinten raus, müssen wir das noch einstellen. Hinten raus, oben rein. Und zwar einfach nur Rubberwood. Stinknormales Rubberwood. Das müsste ja alles ruhig verbrannt werden dürfen. Und das bisschen, was wir an Oakwood noch haben, die 2000 Stück, die behalten wir auf Vorrat für alle möglichen Holzrezepte. Also, Porter. Nö. Doof. Fluid Import Bus brauchen wir nicht. Nee. Wir brauchen ein Basic Import Bus. No? Was fehlt da? Eisen. Natürlich fehlt Eisen. Das habe ich mir bloß gedacht. So, Basic Import Bus. Und ein Basic Export Bus. Und schon haben wir keine schwarzen Blöcke mehr. Das ist okay. Schwarze Blöcke und diese komischen runden Dinger bauen wir bei Zeiten neu. Und ich brauche noch einen von den Wood-Dingern zum Exportieren. Du, dahin. Also, Import hinten ran. Klick. Du. Da noch ein Kabel. Ist sie jetzt verbunden mit dem Netz? Ja, bist du. Okay. Das heißt, wir müssen noch einstellen. Du exportiere bitte durchgehend Rubberwood. Das kommt da jetzt rein und wird verbrannt. Und die Kohle wird gleich reingesaugt. Okay, fertig. Das heißt, wir müssen jetzt ganz viel Charcoal bekommen. Weil die Maschine oben ja durchgehend arbeitet. Und wir müssten durchgehend Sludge bekommen. 14 Buckets bisher. Seed Oil ist echt mau. Aber das hatten wir auch so eingestellt, dass es halb manuell läuft, ne? Ich guck mal kurz, wie viele Seeds haben wir. Du? Du? Seed? Nö, 38 Seeds. Okay. Das ist jetzt nicht so schön. Haben wir dich gekappt gehabt, ne? Ah ja, ich glaube, das hatten wir. Ja. Ich sehe da ein dezentes Problem. Jump. Da. So, das Ding kriegt wieder Strom. Setzt neue Samen. Und dann läuft das System auch wieder. Ja, das war echt doof. Wegen Strommangel haben wir so viele Sachen ausgeschaltet und abgemacht und was weiß ich. Haben die Samen gereicht für einmal voll? Haut fast so aus, ja. Gut. Squeezer. Dich nehme ich mal ganz kurz raus und lege die nochmal ins System. Damit sie nochmal zwischen den beiden Maschinen aufgeteilt werden und das Ding da unten auf jeden Fall genug Puffer hat. So, du rein da. Du weg. Du hol mal ein bisschen Eisen raus. Klick, klick, klick. So. Ich hoffe mal, der Hochofen ist inzwischen heiß genug. Wir brauchen aber noch mehr Exporter und Porter und überhaupt Port. Achso, ist schon eingestellt. Dafür brauche ich die da. 1, 2. Dafür brauche ich die da. 1, 2. Wir brauchen jetzt einen Stopp.
Können wir ganze Barren aus dem Ding rausziehen oder müssen wir sie erst abgießen? Ich glaube, man muss sie erst abgießen. Das heißt, wir machen zuerst mal nur ein Exportbus für Kohle. Das müssen wir gleich mal angucken. Weil es gibt ja zwei Arten von Kohle, die man reintun. Also, ne? Kohle hat zwei Funktionen bei dem Ding. Einmal Hitzeentwicklung. Da. Und einmal hier als Katalysator. Und irgendwie macht er hier gar nichts. 900 Grad. Das reicht auf jeden Fall schon, um Eisen zu schmelzen. Müsste schon fast reichen, um Stahl zu schmelzen. Glaube ich. Ich glaube, es war um die 1000 Grad rum. Wobei ich nicht wirklich viel Ahnung von Metallurgie habe. Also real-life-technisch. Können wir das so machen? Nein. Oh. Sehr schön, man kann Fehler machen. Maschinen, wo man Fehler machen kann, schon mal nicht so gut. Ja. 1000 Grad. Ich hätte gerne einfach nur Eisen eingeschmolzen mit dir. Sand, Charcoal. Oder brauchen wir hier Kohle? Bücher lesen. Okay, schon ohne Bücher wird Charcoal. To begin burning the charcoal, flip the lever. Haben wir gemacht. Oder Lever, je nach, ne? Die Temperatur wird sich nach und nach steigern, um Metalle in liquide Form zu bringen. Muss der High-Ofen eine geschützte Temperatur haben. Okay. Der High-Ofen kann genauso benutzt werden, um normale Metalle zu verarbeiten wie die Smeltery. Es kann nicht benutzt werden, um Legierungen zu schaffen. Das ist gut. So, aber wo kommt was hin? Ah. Jetzt kommen diese Oxidizer, Reducer und Purifier. Ich will nichts von diesem extra Gedöns. Ich will nur Sch Oh, Kohle. Kohle. Oh, Gunpowder, warte mal. Ja, da muss ich gleich gucken. Aluminium, Bone Meal, Sand. Was auch recht praktisch ist, wäre, wenn. Oh, warte. Wenn die Symbole erklärt werden, aber die werden hier. Das Symbol ist ein Oxidizer. Oxidizer wäre Gunpowder oder Sugar. Oder? Nee, doch, Oxidizer ist das. Reducer ist das. Und Purifier ist das. Okay, also Gunpowder oben, Redstone Mitte, Sand unten. Richtig, richtig. Ah, okay. Okay. Gucken, wovon wir am meisten haben. Aber Gunpowder müsst. Nein! 130 Buckets, warum hast du keine Energie mehr? Weil ihr nicht hinterherkommt. Okay, wir brauchen den Wechsel. Wir brauchen Strom. Wir hätten gern einen Dynam. Oh. BINGO B. Wir haben kein Invar. Oh, Nickel. Ich hätte gern Nickel. Ein Stack. Brauchen wir nicht wirklich, aber ja. Hoch. Eisenblöcke raus. Okay, nochmal Eisenblöcke raus. Ich will nicht alles in Invar umwandeln. Das wäre ein bisschen Overkill. Ja, schaut gut aus, schaut gut aus. Bisschen was nommen zwischendurch. Baumfarm scheint zu arbeiten. Es ist kein großer Baum da. Raus, raus, raus. Es ist immer noch so viel. Nein, 1827, so. Das sollte jetzt reichen. Und das kann schon mal rein. Rest davon kann wieder zurück. Du kannst da rein, du kannst da rein. Du kannst zerlegt werden.
bei dem Hochofen. Ich denke, wir werden sehr viele Exporter brauchen. Weil es gibt so viele Sachen, die man reinpumpen muss. Man braucht einmal den Oxidizer, diesen Purifier, das andere Ding. Wahrscheinlich noch in jeweils einzelnen Vents oder Ducts oder was auch immer. Es ist doch ein wenig komplizierter, als ich mir das vorgestellt hätte. Aber gut, erstmal jetzt Strom. Strom ist doch dezent wichtig. Gib mir Invar und einen Nickelüberschuss. Jo, 51 Invar. Raus, raus, raus. Dann zähle ich dich schon mal. Wir brauchen gleich auch Eisen für die Zahnräder. Du. Klick, klick, klick. Wie viel haben wir noch drin? 24. Reicht nicht ganz. Raus, raus. Und ich brauche ein Crafting Interface. Du. Oh ne, erstmal die Blöcke zerlegen. Du zerlegen. Du vier Stück. So, vier Zahnräder. Rein ins System. Du raus. Zerlegen. Rein ins System. Und es fehlt ja noch irgendwas für die Dynamos. Da Redstone fehlt. Und Transmission Coil. So, alles da. Jo. Jo. Könnte theoretisch noch einen dritten bauen, aber muss nicht sein. So, das heißt. Du kommst auch mal dahin. Warum nicht? Und erholt sich. Die Abstände kommen immer schneller, wo wir neue Dynamos hier ranhängen müssen. Wir konnten maximal 5. 1, 2, 3, 4. Einen können wir noch ranhängen. Das können wir noch gleich machen. Huh? So, und dann sind die Kabel dann nämlich ausgelastet. Ich brauche jetzt noch einen Duct. Da. Ich brauche noch ein Kabel. Da ist auch das Richtige, ne? Ja, Fluiduct, gut. Da und da. So. 1, 2, 3, 4. 5. 5 mal 80 sind 400 und die Hearthstone-Dinger können nur 400 transportieren. Also, wenn wir ein größeres ME-System haben wollen, also mehr Import, Export und Kabellage, brauchen wir die besseren Dinger. Die besseren Dinger können wir auch bald bauen, weil wir jetzt ja hier Gravel und Sand und Dust herstellen und ziften. Das war jetzt nicht so gut. Na komm. Ich hätte hochspringen sollen. Ich hätte hochspringen sollen. Okay. Ich trinke mal einen Apfelsaft. Du wartest jetzt, bis ich in der Nähe von der Klippe stehe, ja? Immer dieser ganze Enderman. Na gut. So, du bist am Arbeiten, du bist am Arbeiten. Du arbeitest nicht, du bräuchtest ganz viel Redstone. Du exportierst momentan nur das. Ja, das ist der nächste Schritt. Wir brauchen zwei Kisten, zwei Importer, zwei Exporter und noch drei Autonomous Activator. Und die kommen dann jeweils hier hin. Also, ne? Dust, Sand, Gravel. Soul Sand, eigentlich. Ah, nee. Und das Ding ist gar nicht voll, weil jetzt der Zeitpunkt erreicht werden müsste, wo das Ding nicht hinterherkommt. Was sagt unser System? Dust werden wir keins drin haben. Nickel Ore Dust. Nein, das wollte ich nicht siften. Also Dust haben wir keins im System. Haben wir Sand? Ja. Dann stell doch bitte damit. So, damit bitte ein bisschen Soul Sand her. Gravel haben wir auch dezent. Nehme ich auch mal einen mit. Das heißt, wir schmeißen jetzt alles an Sand rein. Bis auf einen. Bis auf einen. Und dann stellen wir den Exporter so ein, dass er auch Gravel und Sand exportiert. Hauptsache, das Ding ist ausgelastet. Und dann später, wenn die ganzen anderen Maschinen auch noch stehen, dann können wir es einstellen, dass wirklich nur einer eins macht. Aber jetzt das ein bisschen. Ne? So, so, so.
Hauptsache, du fühlst dich. Genau. Erstmal mit Gravel, was soll's. So. Ich war eigentlich beim Hochofen dabei, ne? Bevor ich mich zigtausend Mal ablenken lassen. Und wir haben 126 Buckets. Ja, nicht ablenken. Gunpowder. Gunpowder haben wir dezent viel. Okay. Gunpowder. Sand. Was war das andere? Redstone. Redstone will ich nicht, dafür verbrauchen wir. Wir haben, glaube ich, nicht so viel Redstone. 117 ist nicht viel. Buch, was für Alternativen haben wir? Bone Meal. Aber hat eine nicht so hohe Dissipation. Oder Aluminum Dust. Haben wir Aluminum Dust? Ups. Falsche. Bone. Bone Meal können wir dezent viel herstellen. Ja, nimm nochmal Bone Meal. Ein Stack. So, und dann gucken wir mal. Ich hätte eigentlich gerne einfach nur Eisen. 2000 Grad. Es wird langsam warm. So. Du? Nee. Redstone raus. Du dahin. Gunpowder. So, das ist unser Oxidizer. Gunpowder, ja. Dann kommt Bone Meal als Reducer und dann kommt Sand.